Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GZN Eventwoche. Ich würde sagen, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei, wenn ihr rund um die aktuelle GZN Eventwoche nichts verpassen wollt. So, und jetzt fange ich auch direkt an. Und zwar haben wir ein neues Jobmodell. Und zwar können wir jetzt in GTA Online Taxifahrer werden. Und dazu müssen wir nur hier auf der Karte hinfahren. Und da können wir dann sozusagen die Karriere als Taxifahrer starten. Und so hier zum Downtown, Cap und Co. Da müsst ihr hinfahren und da könnt ihr dann die Karriere starten. Passend dazu haben wir auch in GTA Online ein neues Fahrzeug. Und zwar könnt ihr den Wagen bei Warstore kaufen. Beziehungsweise sind das sogar zwei Fahrzeuge. Das eine ist nicht so ganz neu, beziehungsweise beide sind gar nicht so neu. Und zwar können wir jetzt hier bei Warstock ein Taxi kaufen und damit dann die Taxikarriere starten. Also ihr braucht nicht unbedingt ein eigenes Taxi. Ihr könnt da auch einfach hingehen und dann habt ihr halt ein Taxi von der Firma. Und da gibt es wieder zwei Preise. Den einen Preis könnt ihr freischalten, wenn ihr 10 Taxifahrten abgeschlossen habt. So, dann gibt es auch ein anderes Fahrzeug. Das ist jetzt gar nicht so neu. Und zwar ist das der Barrigade 6x6 und ja, den könnt ihr jetzt hier einfach bei Warstore kaufen. Den konnte man ja sonst über die Los Santos Drug Wars Mission freischalten. Aber wenn ihr die noch nicht gemacht habt, könnt ihr hier den Wagen euch einfach kaufen und dann das Business direkt starten, ohne die ganzen Missionen zu machen. So, das sind die beiden neuen Fahrzeuge. Zu den Taxi werde ich auch nochmal ein Video machen. Und halt zu der Taxikarriere. Also wie man die starten kann, da müsst ihr eigentlich einfach nur da hingehen. Aber das werde ich im extra Video machen. So, dann kommen wir jetzt mal weiter zu der Eventwoche. Und zwar gibt es doppelt GTA 3 RP auf die Spezialfahrzeug-Stunt-Rennen. Die sind eigentlich ganz cool. Also da wechselt ihr halt verschiedene Fahrzeuge. Dann auf die First-Dosis-Mission. Da auch auf den Hardcore-Modus. Das ist dieser neue Schwierigkeitsmodus. So, jetzt haben wir nochmal 1,5 GTA Grand RP auf die Spezialfrachtverkäufe. So, und jetzt haben wir auch ein neues Feature. Und zwar auf den Next Gen, also PS5 und Xbox SX Serie, könnt ihr euch jetzt mit dem Taxi an gewisse Spawnpunkte auf der Map einfach teleportieren. Das finde ich mega cool, weil dadurch haben wir halt die Schnellreiseoption. Aber bis jetzt ist das nur auf den neuesten Konsolen verfügbar. So, dann mache ich jetzt mal weiter. Es gibt wieder neue Fahrzeuge im Luxusautohaus. Da blinke ich immer ein Bild ein von den aktuellen Fahrzeugen. Und dabei ist Simons Showroom. Gibt es auch wieder neue Fahrzeuge. So, das aktuelle Preisfahrzeug, was ihr eben LSK mit gewinnen könnt, ist der Tourer. Und den gewinnt ihr, indem ihr Top 3 in Straßenrennen werdet. Und das für 3 Tage in Folge. So, das aktuelle Podiumfahrzeug im Casino ist der Outra. Blende ich hier mal ein Bild ein. Ist eigentlich ein ganz cooler Sportwagen. So, dann kriegen wir die Twitch Prime Mitglieder 125.000 GTA-Dollar geschenkt, wenn sie sich einmal in GTA Online einloggen. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Fahrzeugrabatten. Da gibt es einmal 30% auf den Aussie West. Dann gibt es noch 30% auf den Comet Vista. Und auf den Spay Helikopter. Der ist eigentlich auch ganz cool. Da gibt es gleich auch zwei Versionen. Eine könnt ihr in das U-Boot reinpacken. Also es sind ganz coole Helikopter. So, dann gibt es auch noch ein paar Immobilienrabatte. Und zwar gibt es da einmal 30% auf alle CEO-Büros und auf die Renovierungen. Und 50% auf Hunde, Schweine, Pferde und Hasenmasken. So, dann gibt es auch einige Angebote bei dem Waffentransporter, der seit letzter Woche neu in GTA Online ist. Und zwar gibt es auch die neue Raygun, auf die gibt es 25% Rabatt drauf. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Es gibt zwar wieder Rabatte für GTA Plus, aber ja, das könnt ihr euch dann auf dem GTA Newsphere selber durchlesen, falls ihr PS Plus habt. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu den ganzen Zeitrennen, die es aktuell in GTA Online gibt. So, das ganz normale Zeitrennen diese Woche ist hier, und das ist Wienwood Ball, und das RC Bandito Zeitrennen diese Woche
ist hier und das ist Kanäle von Vespucci. So, dann das aktuelle HSW-Zeitrennen ist jetzt hier auf der Karte und das ist Textilbezirk. So, das war's jetzt auch schon mit der kompletten Eventwoche. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Eventwoche so findet. Und falls ihr diese neuen Taxi-Jobs schon gemacht habt, wie ihr die findet, das würde mich interessieren. Und dann würde ich mich nochmal ein Like freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA 9 verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch schon wieder raus. Ciao, Leute!